Ich habe ein hyperrealistisches Bild gezeichnet. Das sind meine Tipps, um schnell besser zu werden. Sorge dafür, dass dein Stift immer so spitz und deine Skizze so blass wie möglich sind. Arbeite in Schichten und erziele so deine Kontraste, nicht nur durch festes Aufdrücken. Für Poren nutze ich ein Skalpell. Wenn ich mit Graphit über die angekratzten Stellen gehe, bleiben die Risse weiß. Mit einem weißen Gelstift kann man später noch helle Details hinzufügen. Mache Details lieber zu hell als zu intensiv. Eine Sommersprosse zu wenig sieht immer realistischer aus, als wenn alles übertrieben scharf aussieht. Sei auch nicht zu verkopft, was Details angeht. Versuche nicht jede Naht eins zu eins zu kopieren, sondern nur das generelle Muster. Und am wichtigsten, habe Geduld. So ein Bild braucht Zeit.